Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind schon, also immer noch ziemlich riesig. Und jetzt würde ich sagen, er belagert uns hier, was uns eigentlich nichts angeht. Das ist eigentlich total wurscht. Dann hier, der stellt sich ein bisschen komisch hier auf. Ah, das ist ja an sich auch relativ in Ordnung. Dann gehen wir mal hier lang. Dann gehen wir nach Tour, wenn das so ausgesprochen wird. Und schauen wir mal, was uns da im hohen Norden entgegengeschmissen wird. Nichts. Das ist ja ziemlich wenig. Gut. Agenten können wir noch eine machen. Das ist ganz gut. Und die schicken wir dann hier hoch. Hier in Rom sind zwei Armeen von uns. Das passt alles. Und hier unten sind zwei Armeen. Das ist halt richtig toxisch für uns. Das ist halt richtig kacke. Das ist halt richtig blöd. Da werden wir, glaube ich, eine... Warte, Handy weg. Sorry. Da werden wir, glaube ich, eine zweite Armee aufstellen. Wir haben ja eine große Familie. Wir werden dafür mal eine zweite Armee aufstellen. Und ich warte mal auf das hier. Dann können wir da auch ein bisschen mehr Kavallerie aufstellen. Wir können hier das auch. Warte, wir können den auch hier runter schicken. Genau. Dann bauen wir einfach mal eine Kavallerie-Armee. Das ist halt... Aha, genau. Da hat er mich ja volle Kanne in den Hintern getreten. Hier. Das war gar nicht gut. Genau, ich habe zwei Kavallerie-Einheiten verloren. Oder? Ja, glaub schon. Vor allem hier habe ich halt... Hier habe ich noch ein bisschen Kavallerie. 1, 2. Ah, das ist gut. So, dann schauen wir mal, was uns die nächste Runde bringt. Ausweichen und Geheimaktionen. Und hier. Und die Herrscher bekommen nichts. Gut. Ah, stimmt, ich muss die neue Armee noch benennen in die rechte Faust. Alexanders. Linke und rechte Faust. Haha. So. Da bin ich mal gespannt. Also ich bin sowieso mal gespannt, wie lange das... Okay. Du meinst also, dass das wird reichen? Du meinst, das wird reichen? Ernsthaft? Alter, wie viele ich hier hab, ne? Alter, das reicht doch niemals. Solange ich nur eine Pikiniereinheit hab, wird es reichen. Das reicht doch niemals. Never ever. Ever never? So, er ist hier. Und er hat das... die Schildkröte nicht bemannt. Wie dumm. Okay, mit Schildkröte wäre es interessant geworden. Aber ohne... gleich weniger interessant. So.
Den Rest werde ich ein bisschen verbackt, ne? So, den Rest werde ich natürlich hier aufstellen. Wo ist denn die? Alter. Torschaden. Ach so. Jetzt check ich's. Weil das war hier ja. Ah, ich habe hier ja alles zerstört. Ups. Okay, dann wird's doch interessant. Upsi. Ich habe hier ja alles zerstört. Ist natürlich nicht ganz so positiv jetzt. Aber hier kann ich, also der kann sehr viel Schaden machen. Der kann hier auch viel Schaden machen. Der kann da gar nichts machen. Der kann hier auch nichts machen. So, da drüben. Der kann hier aber mehr machen. So. Ja, der, genau, kann da nämlich nicht hin. Da kann niemand mehr hin. Ja, dann tue ich den mal hier hin, falls er sich überlegt, von hier zu kommen und da zu landen. Würde ich ihn aber nicht raten. So, hier ist halt alles schon tot, ne? Das wird sehr spannend. Okay, was hat er denn hier für Einheiten? Pikiniere, zweimal Hopliten und zweimal Pikiniere. Die Frage ist, ob ich ihn kommen lassen soll. Die Überlegung ist jetzt halt, weil ich bekomme ja hier eine Flotte zugeschippert. Und da sind noch einige Einheiten, die ganz gut on Mars sind. Ich habe hier halt nur einmal Hetzelp Tyroy. Das heißt, ich kann nicht hier. Also, ich kann das Tor decken. Das kann ich auf jeden Fall machen. Aber hier, das da kann ich nicht decken. Hier könnte ich dann die ganzen Bogenschützen hinstellen, was auch nix ist. Und die alle hier. Wow. Und die da werde ich dann hier aufstellen. Aber dann kommen die halt hier nicht durch, sondern hier. Ich glaube, ich lasse ihn das Tor einfach. Da bekommt er ja eh schon ein bisschen Damage. Und versuche hier das zu schützen. Das ist sowieso. Ist aber auch schwer. Soll ich den Marktplatz hier decken? Boah. Okay, ich dachte nicht, dass das hier noch so zerstört ist. Beziehungsweise ich habe vergessen, dass ich das war, der das Ganze so zerstört hat. So, alle mal brennendes Geschoss. So. Ich könnte mich auch hier aufstellen. Ja, ich stelle die erstmal hier auf. Und dann schaue ich mal, wo meine Verstärkung herkommt. Also seine kommt daher. Und meine hier. Das sind. Ja, das ist auch eine Flotte. Aber ich glaube, ich kann die hier vernichten. Ja.
Ja, und jetzt gibt's hier Geknöter, ne? Hier gehe ich mal trotzdem zum Angriff über. Eines unserer Schiffe wird geentert. Unterstützungsschiffe bereit. Und was machen die hier? Die machen Kacke. Unser General ist gefallen. Unterstützungsschiffe bereit. Ruhm für Makedonien. Komm, Schiffe, ich erwarte eure Befehle. Come on, come on, come on. Unserer Schiffe wird geentert. Unterstützungsschiffe zu euren Diensten. Halt, und du sollst schießen da. Eines unserer Schiffe wird geentert. Wohin? Was ist los mit euch? Meine Güte. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ah, das ist halt so ultra kacke, wenn die anfangen zu backen. Also richtig anfangen zu backen. Weil dann, ja. Dann schießen die halt nicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Gib mal jetzt her. Ach, der ist ja immer noch da. Leider versenkt den jetzt noch. Ja, also. Nein! Was machst du? Oh Mann. Okay. Cool, der kann nichts mehr machen. Okay. Ja, das war sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ach. Ach, 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 ach. Der Feind hat die Tore eingenommen. Kann der echt nicht dahin schießen? Doch. Dann mach mal. Alter, wo schießt du denn hin? Oh, du kannst sogar dahin schießen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Scheiße. So. Dann daher landen die und der. Die werden hier schön brav sich hinstellen.
Ja, ich dachte, dass dass meine Flotte ein bisschen ja, dass meine Flotte ein bisschen mehr aushält, beziehungsweise dass da mehr übrig bleiben dann. Hier muss ich halt jetzt wirklich schauen, wie ich das Ganze manage. Hier habe ich zum Glück noch beim General. General, wo ist mein General? Hä? Da ist. Beim General habe ich zum Glück noch Kraftkonzentration, das ist super. Das ist sehr gut. Super gut. Ich könnte mich hier aufstellen und die ganzen Bogenschützen stelle ich hier auf. Das ist mal eine Idee. Die Kavallerie tue ich dahin, um dann irgendwie so Sachen zu machen. Okay, die Hopliten gehen dahin, also braucht die eigentlich nicht dahin zu gehen. Jetzt mal Dalli hier. Und der wankt immer noch, ne? Na, Idiot. Ah, die Schiffe, ne? Das ist halt jetzt blöd, dass er von beiden Seiten kommt. Das ist ein bisschen unpraktisch. Pikiniere. Da kommen also die Pikiniere. Da kommen auch Pikiniere. Mhm. Die Geniere erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Für Makedonien! Alter, die müssen ganz da hinten hin. Alter. Das ist ja krass. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, jetzt schon? Das ist natürlich gut. General! Kyriei! Das sind die anderen. Bis die. Sehr gut. Der kann da hinschießen. Bis die Fernkämpfer auf der Mauer sind. Bin ich hier schon tot. Stopp. Alter, du. Oh Gott. Hey, ich hab gesagt, stopp, ihr. Arschgeil. Ah, die sind schon weg, oder was? Junge, Junge.
Abfliegen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Krieger erwarten euren Befehl. Sprengen! Kavallerie! Vorrücken! Aspis, geht Eierenreiche rein! General! Victoria, gib uns dein Geleit! Zu Befehl! Stolze Söhne Makedoniens! Geht Eierenreiche rein! Krieger Makedoniens! Wir haben einen Sieg. Unser General wird angegriffen. Auf Liede! Ja, nee, das schaffe ich nicht. An die Waffen! Das schaffe ich nicht. General! Verstanden! Die Teilenreiterei! Eure Befehle! Taxis! Okay, das haben wir geschafft. Das ist schon mal gut. Das sind beides Pikiniere. Nee, das sind Pikiniere, okay. So. Dann versuche ich da wieder in den Rücken zu kommen. Schnell. Schnell. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Okay, eine Wand schon mal. Zu Befehl. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Nochmal. Ah, ja, klar. Der hat den Ding eingenommen. Ach ja. Den Siegpunkt, genau. Und dann eine Minute oder zwei und dann hat er gewonnen. Ah, Gott. Ist natürlich blöd, dass jetzt meine komplette Armee da platt ist, ne? Vor allem der General war richtig gut. Der war echt gut. Dammit. Ich hab nicht. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit den Gebühren. Nö, ich will dich übernehmen. Ich dachte, ja, zuerst Frieden anbieten und dann Rambazamba machen. Aber ganz ehrlich, das könnte er schaffen. Weil wir keine Kavallerie haben und er hat sehr viele Fernkämpfer. Vor allen Dingen eben Speerträger und die haben sehr gute Rüstungsdurchdringung. Gut, aber das werden wir dann das nächste Mal anschauen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.